34.000 Kilometer Bahnstrecke vernetzen ganz Deutschland. Um einen sicheren und zuverlässigen Bahnverkehr zu gewährleisten, inspizieren und pflegen Vegetationskräfte regelmäßig Meter für Meter. Durch das Projekt FreeRail sollen Arbeiten am Gleisbett gezielter und effizienter umgesetzt werden können. Der hierfür gebaute Droneport verfügt über modernste Daten- und Kommunikationssysteme. Er wird komplett autark mit Solarenergie und einer schnellen Internetverbindung versorgt. Dadurch kann der Droneport ortsunabhängig genutzt werden. Die Drohne selbst wird von einem Hochleistungsakku betrieben. Dieser ermöglicht Flugzeiten von bis zu 90 Minuten. Mit Hilfe des Roboterarms wird das Flugsystem vollautomatisch auf die richtige Startposition gebracht. Live-Wetterdaten werden für die Ausrichtung der Startposition automatisch kontrolliert. Nach dem Senkrechtstart fliegt das Flugsystem in einer sicheren Höhe von 90 Meter an den Gleisen entlang und erfasst mittels hochauflösender Sensorik die Bahnstrecke samt Gleisumfeld. Nach beendeter Mission landet das Flugsystem wieder auf dem Greifarm. Die erstellten Bilddaten werden mittels Geotagging-Verfahren um zentimetergenaue geografische Positionsdaten ergänzt. Die hochgenauen georeferenzierten Bilddaten werden zur Weiterbearbeitung über das Highspeed-Internet in die Cloud geschickt. Intelligente Algorithmen werten jetzt die Daten nach Schäden und störender Vegetation aus und senden diese Ergebnisse automatisiert an die Einsatzleitung des Vegetationsmanagements der Deutschen Bahn zurück. Die beflogene Strecke wird jetzt als hochauflösendes 3D-Modell dargestellt. Der Rückschnitt der Vegetation erfolgt nach offiziellen Profilvorgaben. Die sogenannten U-Profile definieren eine Sicherheitszone für eine sichere und vegetationsfreie Durchfahrt von Zügen. In der Software werden Gefahrenstellen automatisiert, klassifiziert und farblich markiert. Die Ergebnisse und Arbeitsanweisungen werden tabellarisch und grafisch kompakt zusammengefasst, sodass ein Serviceteam genau weiß, was vor Ort an der Strecke zu erledigen ist.